1992, Barcelona, 5000 Meter Lauf. Dieter Baumann wird Olympiasieger. 7 Jahre später wird er positiv getestet und gesperrt. Die Zahnpasta sei manipuliert gewesen, sagt Dieter Baumann noch heute. 10 Jahre später ist er zurück auf der Bühne, aber nicht als Sportler, sondern als Kabarettist oder Erzähler, wie er sagt. Hier im Riffel Running Shop in Uster feiert er seine Premiere in der Schweiz. Dieter, herzlich willkommen. Es geht noch etwa 30 Minuten bis zu deinem Auftritt. Wie steht's um deine Nervosität? Ja, langsam würde ich mal sagen, steigt sie natürlich. Vielleicht so ähnlich wie beim Wettkampf, aber nur so ähnlich. Es ist schon ein bisschen anders. Also ich versuche dann schon in der einen oder anderen Szene in Rollen zu schlüpfen. Ich bin auch nicht immer Baumann. Manchmal bin ich auch so ein bisschen sowas wie ein Motivationsguru, manchmal bin ich Afrikaner, manchmal bin ich dann auch wieder Baumann. Und dieses Wechselspiel, das ist natürlich für mich der Reiz, für das Publikum der Reiz. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass es auch jetzt hier bei Markus Rüffel im Shop funktioniert. Dieter Baumann von Jonas Okeki und als fünfter Brian Butalb der Marokkaner. Jetzt muss er innen durch, die Lücke wird da. Komm, die Top, die Verwälzung ist da. Dieter Baumann, das geht doch. Baumann gewinnt, Baumann den Olympiasieger. Baumann ist damit der Sieger. Dieter Baumann von der Schwäbischen Alb. Auf dem Tor. Olympiasieger von 5000 Meter. Ich freue mich unheimlich, dass ich hier in der Schweiz zum allerersten Mal spielen darf bei Markus Rüffel im Lauftempel der Schweiz sozusagen. Ich war ja viele Jahre in Niahuru, ganz kleiner Ort, oben 2500 Meter Höhe, lief also diese Hauptstraße runter, Niahuru, aus dem Ort raus und plötzlich bei der Tankstelle springt einer der Tankwarts auf die Straße und läuft mit mir mit. Ganz locker. Hello, my friend. How are you? Fine, thank you. Where you come from? Germany. Oh, Germany. A beautiful country, my friend. Lief ganz locker neben mir her. Ja. Mit seinem Auto. Ja. Mütze auf, Straßenschuhe. Ich habe gedacht, beautiful country, woher will der das wissen? Ja, hat ja nie hoch und noch nie verlassen. Ja. Dann habe ich erstmal beautiful das Tempo angezogen. Mal zum Testen, ja. Der lief ganz locker neben mir her. Ja, ganz locker. Im Gegenteil, dann begann der zu erzählen. Ja, von seiner Familie, von seinen Kindern, von seinen Brüdern. Ja, und während er so erzählt, hat er ganz das Tempo vergessen und zog nochmal an. Ich gucke irgendwann auf die Pulse und denke, es gibt so gar nicht 170 Puls schon. Ja? Und dann sage ich irgendwann zu dem, sag mal, was wird denn das eigentlich? Wo willst du eigentlich hin? Oh, mein Freund, sagt er zu mir, ich bin auf dem Weg heim und habe mir gedacht, ach, dann bin ich jetzt so alleine, dann laufe ich gleich mit. Ja? Und so nach ungefähr 6 Kilometer sagt er, you see my village over there? Und dann bog der links ab. Und als er links abbog, ich schwitzte schon, mein Puls 170, da machte der den Reißverschluss des Overalls ganz zu. Würde mich jetzt ein bisschen interessieren, wer läuft denn? Wer wird von sich behaupten, ich bin Läufer? Ja, wer würde sagen, ich laufe ganz regelmäßig? Wer läuft ganz regelmäßig? Also mal alle hoch, die einmal und mehr laufen. Alle mal ganz leicht. Ist ja der Wahnsinn, ist ja toll. Ja. Gegenfrage, gibt es jemanden im Publikum? Ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig, aber das ist kein Problem. Gibt es Nichtläufer hier im Publikum? Wer läuft gar nicht? Machst du irgendwas anders? So, keine Ahnung. So ein bisschen Fitness. Also ist ja kein richtiger Sport, aber... Nee? So auf den Dinger da. Ja? Das ist ja toll. Wie oft machst du das in der Woche? Darf man fragen, Boris? Wie viel? Zweimal. Zweimal. Ah, das ist interessant. Siebte Woche.
Ja, das ist das Schöne, wenn das Publikum die besseren Witze macht. Doris, danke. Wisst ihr, was ich jetzt machen will? Ist ja interessant. Ja, wir haben ja wahnsinnige Range. Doris, kein Sport, bisschen Fitness. Zweimal im Jahr. Der Peter, ein absoluter Sportmann, ein Mann, der 2,26 konnte und ich sehe es ihm an, immer noch könnte, wenn er wollte. Jetzt messt ihr euren Puls. Wegen mir hat es jetzt mehr Puls. Es ist völlig normal, Doris. Die Doris mit 130 Puls. Doris, das ist ganz klasse, 130, Peter. Peter hat 75. Oh, Peter hat ein tolles Körpergefühl, sage ich euch. Danke, das reicht schon, das ist wunderbar. Schön, dass du mitspielst, Doris. Applaus für die Doris. Ich saß auf dem Sofa und vor mir der Fernseher. Und dort lief Said Aouita. Es war bei einem Meeting in Rom. Und die ersten 1000 Meter, schauen Sie die Zwischenzeit, 2 Minuten 35. Und der Reporter hat dieses Rennen ungefähr so kommentiert. Fünf Minuten und 9 Sekunden, meine Damen und Herren, jetzt, schauen Sie, jetzt ist der erste Tempomacher rausgegangen. Jetzt kommt es darauf an, ob der zweite Hase diesen Rhythmus, dieses Tempo halten kann. Oder ist es wie so oft bei Aouitas Rennen, hinten ist die Ente fett. Oh, ja, schauen Sie, das war eine 61er Runde, meine Damen und Herren. Jetzt müssen noch dreimal eine 61 kommen, 2 Runden zu laufen. Meine Damen und Herren, Said Aouita, locker, leicht, jetzt auf der Gegengerade. Oh, wird es ein neuer Weltrekord? Fragezeichen. Oh, wieder eine 61, meine Damen und Herren. Noch eine Runde zu laufen. Oh, er hat die Augen geschlossen, ganz kurz nur, aber er hat die Augen geschlossen, meine Damen und Herren. Jetzt noch 100 Meter und schauen Sie auf die Uhr, schauen Sie, er sprintet. 12:58 Weltrekord! Ich meine, dann kam er weiter da durch den Laden, dann kam er ein bisschen weiter in die Mitte, ja, sagte Markus, Moment, jetzt pass auf, brauchst du unbedingt, ohne das geht's gar nicht, Stützstrümpfe! Stützstrümpfe! Ja, ist ja klar, Stützstrümpfe! Ich habe mir ja auch welche an, sieht man das? Nein, sieht man glaube ich nicht. Warte mal, ich mach's. Warte, ganz kurz, das sehen wir gleich, vielleicht sieht man es so besser. Nee, ja? Komm, wir machen es ganz anders. Komm, wir machen es anders. Ist ja egal, oder? Es war ein guter Mix zwischen der Selbstironie, zwischen so ein bisschen auch den Leuten den Einblick geben in eine Welt, wo Normalsterbliche nicht hineinsehen. Es war interessant. Ich fand es gut, wie er seine Läufererinnerungen übergebracht hat. Es war sehr unterhaltsam. Mir hat es schon sehr gut gefallen. Es war sehr amüsant, wie er die Geschichten von früher erzählt hat. Ich weiss selber noch, wenn ich den ersten Weltrekord erstmal unter 13 Minuten vom Said Aouita am Fernsehen gesehen habe. Das hat er da hautnah erzählt. Und dann auch die Geschichte mit dem Abdi Bile, Mittelstreckenläufer. Sensationell gewesen, wenn er die Geschichte von der Fähre erzählt hat, wo er zusammen mit den Kojen übernachtet hat. Ich hatte das Glück,
zu seiner Aktivzeit mit ihm regelmässig trainieren. Und mir ist es gegangen wie allen anderen Trainingspartner mit dem Baumann. Das war immer ganz, ganz speziell gewesen, weil da war immer eine Prise Humor drin. Da hat man sich nicht nur gefreut, weil man einen zusätzlichen Weltklasse-Athlet hatte, was das Training natürlich aufgewertet hat, sondern es war immer begleitet von guten Sprüchen. Und das hat man heute Abend jetzt erlebt, in diesen 2x50 Minuten. Er hat das übergebracht und ich glaube, er hat wirklich definitiv sein Hobby jetzt zum Beruf gemacht.